Hallo YouTube, ich bin Scourge und ich mag Transformers und ja, wer lange genug auf diesem Kanal dabei ist, der weiß, ich besorge mir grundsätzlich von jeder Edition des Transformers-Sammelkartenspiels insgesamt drei Booster-Displays und das hier ist einmal das dritte Booster-Display, das ich jetzt öffne zu War for Cybertron Trilogie Siege Teil 2 und ich bin bis jetzt, was ich gezogen habe, sehr zufrieden. Von daher verlieren wir gar nicht so viele Worte, sondern machen uns einmal frisch ans Werk und öffnen hier das letzte Display. In der Hoffnung, noch einige Lücken in der Sammlung zu schließen. Powertrain und Ape Face. Beides Karten, die dabei leider nicht helfen, aber vielleicht braucht der ein oder andere von euch, der das Spiel auch spielt, ja noch welche davon. Kinetic Intensive Fire Whip, Guarded Posture, West, Quatsch, West, Wedge Formation, Erratic Cannon, Sturdy Javelin und Pocket Processor. Sehr schön. Fällt in die Kategorie gute Upgrades, die man immer gebrauchen kann. Rumble habe ich zwar auch schon, aber Hot Rod, das ist erst mein zweiter. Sehr schön, wenn man eine Rare zieht. Terrifying Resilience, Designated Target, Kinetic Intensive Fire Whip, Indestructible Sword, Contract Contragency, Shoulder Holster. Brand, und zwar der obere Teil. Sehr schön, das bedeutet nämlich, dass ich hier das Playset vollständig habe. Gleiches Spiel mit Crosshairs. Von daher war dieser Booster doch schon mal besser als der erste. Stable Cover, Fight for Position, Special Delivery, Decipher, Battlefield Incursion und Overwhelming Advantage. Nochmal die Hose. Schon mal was zum Vertauschen. Specialist Sandstorm. Head-on Collision, Hazardous Shield, Medics Protective Field, Blast Suit, Point Position und Hijack. Also ich mache an der Stelle noch mal kurz Werbung für unseren Discord-Server. Da haben wir auch eine Tauschbörse, wo ihr dann doppelte Karten, wie in meinem Fall ein Barricade oder High Jump, auch das heißt erwerben könnt. Aber ja, kommt da doch mal rein, fragt mal die Leute, oder schreibt mal rein, was ihr noch sucht, was ihr anzubieten habt und ja, dann gucken wir mal, ob wir da zusammenkommen. Minor Medikit. Soldier's Blaster, Kinetic Intensive Fire Whip, Sabotaged Armaments, Dual Wield und Daring Escape. Sehr schön, habe ich davon jetzt auch ein Playset vollständig. Ich glaube, ich saß einen Abend mit dem guten Scooter da zusammen und dann haben wir mal geguckt, was wer von uns noch so braucht und da haben wir einen ganzen Haufen Battle Cards hin und her getauscht. Das hat echt Spaß gemacht. Und vor allem, es war natürlich sehr befriedigend, dass ich mal einige meiner Doppelten losgeworden bin und dafür noch welche gekriegt habe, die mir in der Sammlung fehlten oder die ich, wo ich noch halt ein paar Exemplare mehr haben wollte. Und das hat sehr, sehr gut getan. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen Verarsche, oder? Nochmal Barricade und nochmal High Jump.
Okay. Naja. Ja gut, im dritten Booster-Display passiert es halt, dass man, naja, dann doch die eine oder andere Karte halt doppelt hat. War of Attrition, Terrifying Resilience, Designated Target, Heroic Resolve, Increased Durability, Valuable Contract. Aber ich halte halt daran fest, dass es drei Displays sind, weil es geht ja nicht nur um die Charakter, es geht ja auch um die Battle Cards, ne? Weil Charakter sind eine Sache, aber ohne ein 40 Karten Battle Card Deck geht's halt auch nicht. Blackjack und Mirage. Reprocess, Wedge Formation, Head-on Collision, Immersed in Shadow, Energy Transfer, Four-Wheel Drive. Oh, nochmal Blackjack. Und nochmal Deadlock. Sehr schön. Das heißt nämlich, da ist das Playset auch vollständig. Hidden Fortification, Kinetic Converter, Reprocess, Adaptive Plating, Plunder und Involuntary Promotion. Ich hoffe nur, dass ich in diesem Display auch wieder mal eine Super Rare dabei habe. Schade. Nicht nur, weil es halt keine Super Rare ist, sondern es ist Skytread, aber nicht der Teil, den ich nochmal haben möchte. Aber es ist nochmal das Turbo Board. Das ist schon mal schön. Dann bin ich da nämlich jetzt auch bei 2. Weil das hat mich an Siege ein klein wenig doch gestört. Also die Micromaster, da hatte ich relativ schnell alle zusammen, aber von den Battlemastern, da fehlte dann doch immer noch so hier und da von jedem ein Exemplar. Fight for Position, Minor Medikit, Medics Protective Field, New Orders, Swerve und Opportune Repairs. Hey, Rumble und Sergeant Thundercracker, den habe ich noch nicht. Das freut mich, weil den möchte ich demnächst mal in einer Version testen mit Dreadwind und Blackwing. Cool, bin ich doch direkt ein bisschen motivierter, das mal demnächst gegen den guten Magmatron zu testen. Terrifying Resilience, Reprocess, Hidden Fortification, Plunder, Heroic Resolve und Multi-Mission Pod. Okay, Sunrunner, haben wir schon. Chop Shop, ebenso. Aber vielleicht fehlt mir nachher irgendwie noch eine Common-Karte und ja, auch Commons kann man gut mal hin und her tauschen. Hidden Fortification, Unflinching Courage, Crowbar, Dual Wield, Immersed in Shadow, Valuable Contract. Ah, mal wieder ein Teil für Six Gun. Ich glaube, den obersten Teil, den habe ich, glaube ich, jetzt dreimal. Ich glaube, mir fehlt. Oh, nee, ich weiß es nicht. Aus dem Kopf weiß ich es jetzt gerade wirklich nicht. Raider Spinister habe ich jetzt auch schon. Aber egal, ist ja eine gute Karte. Ne? Vielleicht. Kinetic Converter, Hazardous Shield, War of Attrition, Contract Contingency, Sturdy Javelin und Lucky West. Bei der Lucky West habe ich das Playset jetzt auch vollständig. Hyperdrive. Playset vollständig bei Impactor. Den habe ich im letzten Display nämlich gar nicht gezogen. Von daher ist es auch da mal eine Freude, eine Common-Karte zu ziehen. Showing Off,
Head-on Collision, Wedge Formation, Even the Score, Blast Suit und nochmal Overheat. Sidetrack und nochmal Astro Train. Soll heißen, ich habe jetzt die Decepticon Triple Changer jeweils einmal über. Also wenn ihr die noch sucht, meldet euch. Designated Target, War of Attrition, Hazardous Shield, Energy Transfer, Point Position und Coup. Und was haben wir hier? Oh, die Base von Omega Supreme. Soll heißen, mir fehlt jetzt nur noch ein Teil, um den zweiten zu vervollständigen. Und nochmal Sides. Sehr schön. Das bedeutet nämlich, dass ich da das Playset auch vollständig habe. Und wie gesagt, bei den Micromastern geht das schnell, gerade bei drei Displays. Aber bei den Battlemastern ist das nicht ganz so selbstverständlich. Terrifying Resilience, Kinetic Converter, Guarded Posture, Even the Score, Erratic Cannon, Backfire. Oh, nochmal Sunrunner und nochmal Astro Train. Crowbar, Minor Medikit, Fight for Position, Indestructible Sword, Sabotaged Armaments, Conversion Engine. Fix It. Spinister. Showing Off. Stable Cover. Soldier's Blaster. Contract Contingency. Decipher. Und Daring Escape. Schauen wir mal. Needler, sehr schön. Bei denen jetzt auch das Playset vollständig. Und Mirage. Aber für sich. Ich meine, als ich das Siege Booster geöffnet habe, von Siege 1. Special Delivery, Soldier's Blaster, Designated Target, Battlefield Incursion, Erratic Cannon und Shoulder Holster. Wollte ich jetzt gesagt haben. Also, als ich das Siege-Display von Welle 1 geöffnet habe, also nicht Welle 1, aber Welle 3, Siege Nummer 1, meine ich jetzt damit, da hatte ich am Ende sehr viele Charaktere über. Ich meine, ich habe jetzt natürlich noch keine Abrechnung gemacht. Die mache ich erst natürlich, wenn ich hiermit fertig bin. Oh, und für sich geht's jetzt im Moment eigentlich. Sea-Watch. Lockdown, damit habe ich mein persönliches Ziel, 5 Stück davon zu haben, halt 3 für die Sammlung und 2 halt als Display für den Lockdown-Schrein. Quasi an der Stelle auch einmal erfüllt. War ja auch nicht so schwer, Lockdown ist ja auch eine Common-Karte. Special Delivery, Terrifying Resilience, Fight for Position, Plunder, Battlefield Incursion, nochmal Pincer Movement. Die muss ich mal unbedingt in meinen Decepticon-Decks testen. Problem ist nur, die hat einen Stern. Da muss ich immer gucken, wie das mit den Teams ist. Weil so eine mächtige Karte ist ja schön, aber halt blöd, wenn man dann halt auf ein wichtiges Teammitglied verzichten muss. So, High Jump und nochmal Crosshairs. Boah, ich bin mir bei Crosshairs gerade gar nicht sicher. Ist das jetzt... den schon mal gehabt? Doch, ja, habe ich den jetzt, glaube ich, auch einmal über. High Jump, weiß ich, habe ich auf jeden Fall jetzt über. Ja, Micromasters, das geht schnell, dass man die über hat. Medics Protective Field, Showing Off, Stable Cover, Energy Transfer, Decipher. Oh, und nochmal die Toolbox. Caliburst, das sieht gut aus, wenn ich mir so meine
Zahlen angucke, die ich im Kopf habe, was die Battlemaster angeht. Ich glaube, bei den Decepticons habe ich jetzt wirklich die Playsets vollständig. Greenlight. Miner Medikit, War of Attrition, Unflinching Courage, New Orders, Dual Wield. Oh, nochmal die Toolbox. Schön. War jetzt keine so spektakuläre Karte, aber immerhin eine Rare. Man weiß ja nie, auch aus schlechten Karten kann mit kommenden Editionen mal was Gutes werden. So, Springer, das heißt, auch jetzt auf der Autobot-Seite habe ich die Triple Changer einmal über. Reprocess, Guarded Posture, Stable Cover, Accurate Reflexes, Adaptive Plating, Crude Club, davon kann man immer welche gebrauchen. Noch einmal Raider Nova Storm. Die habe ich im ersten Display zweimal gezogen, im letzten Display glaube ich gar nicht. Von daher wieder eine Common-Karte, die ich jetzt dreimal besitze. Und Vanguard. Habe ich jetzt glaube ich über. Mal gucken. Ich glaube, ich brauche noch einen Dazzle Strike. Von daher gucken, ob ich den vertauscht bekomme. Showing off. Unflinching Courage, Crowbar, Even the Score, New Orders und Step Forward. Mudflap, Sunrunner, Head on Collision. Special Delivery, Soldier's Blaster, Contract Contingency, Accurate Reflexes, Opportune Repairs. Sehr gut. Detritus wären ja nochmal schlecht. Ah, Red Bat. Und nochmal Impactor. Ah, ein bisschen Schwund ist immer. Hazardous Shield, Hidden Fortification, Head-on Collision. Swerve, Energy Transfer, Conversion Engine. Raider Apeface und Tailwind. Jetzt könnte langsam mal die Super Rare kommen. Dann nehme ich nicht mehr viele Booster. Medics Protective Field, Terrifying Resilience, Kinetic Intensifier, Increased Durability, Plunder und Jam Signals. Sehr schön. Six Gun, nochmal der obere Teil. Und auch nochmal ja, Smokescreen. Ja gut. Ist halt jetzt so. Gucken wir mal. Wedge Formation, Medics Protective Field, Crowbar, Contract Contingency, Erratic Cannon, Relentless Invasion. Da gucken wir gleich auch noch mal am Ende drauf. Dann bitte eine Super Rare, bitte, bitte, bitte. Zwar keine Super Rare, aber zumindest ein Teil von Skytread, den ich noch mal brauche. Nightflight ist dabei einmal der kleine. Fight for Position, Kinetic Converter, Soldier's Blaster, Accurate Reflexes, Swerve und nochmal die Lucky West. Zwei Booster sind's noch. Komm, bitte nochmal eine Super Rare. Ich hatte ja bei Siege schon so ein bisschen Pech, dass ich nur zwei Super Rares aus einem Display gezogen habe. Okay, Turbo Board heißt auch da einmal vollständig und nochmal Kickback, den ich dann glaube ich auch einmal jetzt über habe. Ja.
Ja, gerade die Super Rares, das ist doch immer ein bisschen doof auf dem Aftermarket. Showing off, reprocess, war of attrition, decipher, point position und step forward. Oder der fehlende Teil von Omega Supreme. Das wäre, glaube ich, dieses Spaceship. Das wäre auch nicht verkehrt. Schade. Chop Shop. Powertrain. Soll heißen, so sehr ist mir Siege 2 im Vergleich zu Siege 1 nicht gewogen. Denn aus insgesamt 3 Displays habe ich jetzt nur eine Super Rare gezogen. Naja. Garlic Posture, Kinetic Intensive Fire Whip, Unflinching Courage, Battlefield Incursion, Indestructible Sword und nochmal die Toolbox. Last but not least nehmen wir hier natürlich noch einmal den Trypticon Booster Pack raus. Und machen jetzt einmal die Bestandsaufnahme. Kommen wir einmal zur Bestandsaufnahme. Was ich so gezogen habe. Sandstorm und Springer, also die Autobot Triple Changer. Nochmal Smokescreen, zweimal Mirage, zweimal Impactor, einmal Greenlight, zweimal Crosshairs und einmal der U-Dart Rod. Also ein bisschen jetzt hier doch was über. Sea-Watch und Fix-It, also die Rescue Patrol einmal. Gleich dreimal Sunrunner. Battle Patrol und einmal Sidetrack, aber immerhin einmal vollständig dann die Battle Patrol. Gleiches Spiel bei der Offroad Patrol, zweimal vollständig, weil zweimal Powertrain und dreimal High Jump. Battle Master lief auch ganz gut. Turbo Board habe ich jetzt auf jeden Fall dreimal, also das Playset auf jeden Fall vollständig. Vanguard habe ich jetzt, glaube ich, sogar einen über. Mir fehlen aber noch einer, wenn nicht sogar zwei Desert Strike. Also für Tauschangebote bin ich definitiv zu haben. Bei Six Gun, boah, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, was ich schon gezogen habe. Ah, werde ich in der Tauschbörse auf dem Discord-Server auf jeden Fall veröffentlichen. Auf jeden Fall da etwas. Und im Moment, ja, kann man quasi sagen, habe ich einmal die Basis von Omega Supreme über. Mal gucken, was einfacher ist, den zu vertauschen gegen, ja, was mir noch fehlt, und dann, dass ich dann mal gucke, dass ich mir ein vollständiges Omega-Set irgendwie besorge, ertausche, wie auch immer. Naja, mal gucken. So, auf der Decepticon-Seite Astro Train und Apeface zweimal, also jetzt, ne, die sind auf jeden Fall über. Chop Shop zweimal, Kickback einmal, Spinister zweimal, Barricade zweimal, Thundercracker, den ich noch gar nicht habe, sehr schön. Und Nova Storm. Micromaster sind ähnlich wie bei den Autobots. Die Airstrike Patrol jeweils einmal. Die Sportscar Patrol mit Blackjack und Hyperdrive jeweils zweimal. Und bei der Spy Patrol, Rumble und Ratbat, die auch vollständig, wobei Rumble einmal doppelt dabei ist. Ja. Ich glaube, auf der Decepticon-Seite habe ich die Battlemaster vollständig, weil hier habe ich jeden einmal gezogen. Bei Sights und Needler weiß ich es auf jeden Fall. Bei Caliburst bin ich mir gerade nicht so 100% sicher, aber ich meine schon, dass ich den jetzt auch dreimal habe. Ja, ich habe wieder einmal Skytread vollständig gezogen. Das ist gut. Ich glaube, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich Skytread einmal als Flugzeug überhabe. Von daher, wenn einer von euch den noch braucht, bitte melden. Ich habe Brunt einmal vollständig gezogen. Den habe ich jetzt auf jeden Fall. Da habe ich jetzt, glaube ich, ein paar seiner Füße, glaube ich, jetzt über, wenn ich jetzt recht überlege. Naja, gut. Und zu guter Letzt, auch wenn ich es jetzt wieder nicht auspacke, nochmal das Triptychon-Set. Zumindest packe ich es jetzt nicht hier im Video aus. Und auch hier hatte ich wieder einmal richtig Schwein und habe wieder einen kompletten Satz an Karten gezogen, um das Deck spielen zu können. Wobei ich sogar Battlefield Incursion sogar einmal zu viel habe. Ja, das wären dann quasi meine Unboxings zu War for Cybertron,
Siege Teil 2. Ist an für sich, wie ich finde, ganz gut gelaufen. Es ist schön, dass ich beispielsweise einmal Omega Supreme vollständig habe. Es ist schön, dass ich bei den Weaponizern schon einiges gut zusammenbekommen habe. Was ein bisschen schade ist, ja, es hätten vielleicht doch ein bisschen mehr Rares sein können. Plus, was natürlich wirklich sehr schade ist, dass ich natürlich aus zwei Displays nur eine Super Rare gezogen habe. Bisschen ärgerlich. Mal gucken. Ich werde mir jetzt mal doch einen kleinen Überblick verschaffen, wie es generell aussieht mit den Battle Cards. Eventuell werde ich mir von Siege 1 und Siege 2 vielleicht, wenn ich sie irgendwann mal nochmal reduziert sehe oder so, vielleicht doch nochmal Displays besorgen, einfach damit ich hier ein paar Lücken noch schließen kann, was die Battle Cards angeht. Weil manchmal ist es doch besser zu sagen, Mensch, ich kaufe mir jetzt doch nochmal so ein Display für einen guten Preis, als ja, dass man dann halt dann die ganzen Karten halt irgendwie alle einzeln kauft. Ja, mal gucken. Das wird sich irgendwie ergeben. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall halte ich euch da auf dem Laufenden. Wie gesagt, wenn ihr an dem Spiel interessiert seid, verfolgt weiter meinen Kanal. Kommt doch gerne mal bei uns zu uns auf den Discord. Wie gesagt, wir beißen nicht. Wir unterhalten uns über die aktuellen News, die zum Spiel herauskommen. Wir unterhalten uns in der Deckwerkstatt gegenseitig. Besprechen unsere Deckideen, die wir haben. Was könnte man spielen? Was sollte man eventuell rausnehmen? Etc. Und natürlich, wenn ihr ein Headset habt, können wir auch gerne mal zusammen das Spiel spielen. Demnächst gibt es da hier auf meinem Kanal auch noch ein paar Videos dazu. Ich und der gute Magmatron, wir wollen da nämlich mal den Leuten das Spiel noch ein bisschen schmackhafter machen. In diesem Sinne, ich bin Scourge, ich mag Transformers, ich mag das Transformers Trading Card Game und wir sehen uns weiterhin hier auf diesem Kanal und in der Facebook-Gruppe, auf meiner Internetseite und ja, überall quasi, wo es Transformers gibt. Bis dann, tschüss!